Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast rund um das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer scheint nicht mehr alles glatt zu laufen in den letzten Jahren. Und sie stellen Dinge in Frage, die jahrzehntelang als selbstverständlich galten. Zum Beispiel die 5-Tage-40-Stunden-Woche. Derzeit wird auch politisch wieder über eine Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Es ist Zeit, sagen die ArbeitnehmerInnenvertretungen. Es geht sich nicht aus, sagt die Wirtschaft. Wo stehen wir und welche anderen Ideen gibt es für die Zukunft der Arbeit? Darüber haben wir beim dritten und letzten Standard-Zukunftsgespräch im Theater im Park am Dienstag gesprochen. Zu Gast waren die Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack, die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten Barbara Theiber und TikTok-Comedian Toxische Pommes. Ja, vielleicht ist Ihnen, liebes Publikum, schon aufgefallen, dass wir nur zu viert auf der Bühne sind und nicht wie angekündigt zu fünft. Eigentlich wäre noch Monika Köppel-Turiner vom arbeitgebernahen Think Tank Eco Austria dabei gewesen. Sie ist leider kurzfristig verhindert. Leider konnten wir so schnell jetzt keinen Ersatz finden. Ich hoffe, bin überzeugt davon, dass wir trotzdem eine spannende Diskussion haben werden. Ich werde einige Argumente der Arbeitgeberseite, die jetzt heute nicht vertreten ist, in die Diskussion einbringen. Und Sie, liebes Publikum, sind auch sehr herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Es wird dann nachher noch eine Fragerunde geben in einiger Zeit. Und damit möchte ich gleich in die Diskussion starten, und zwar mit dem kontroversesten Thema derzeit, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht, nämlich der Arbeitszeit. Frau Theiber, Sie als Gewerkschafterin fordern nun, wie auch die SPÖ, eine Arbeitszeitverkürzung, aber schrittweise. Dem entgegnen Wirtschaftstreibende, einige ÖkonomInnen, Arbeitgebervertretungen. Das geht sich einfach nicht aus. Wir haben einen Arbeitskräftemangel in Österreich. Da will man nur Öl ins Feuer gießen. Was entgegnen Sie da? Ja, die letzte Arbeitszeitverkürzung, die es in Österreich gegeben hat, die ist schon unglaublich lange her. Und das war auch in Zeiten, wo es wirklich einen Mangel an Arbeitskräften gegeben hat. Da war die Situation verschärft als heute. Da ist auf einen Arbeitssuchenden sind da mehrere offene Stellen gekommen. So verschärft ist die Situation aktuell gar nicht. Und wir haben als Gewerkschaftsbewegung eigentlich immer gesehen, man bringt nur Fortschritte weiter, auch im Arbeitsrecht, auch was die Arbeitszeit betrifft, wenn eigentlich Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen im Zeitkontext eigentlich in einer vergleichsweise guten Situation sind. Und wir haben schon noch einiges an Potenzial. Das gilt zu nutzen. Es ist schon vorher im Vortrag angesprochen worden, dass wir in Österreich allein 1,2 Millionen Kollegen und Kolleginnen, vorwiegend Frauen, haben, die in Teilzeit arbeiten. Fast die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen arbeitet Teilzeit. Und Teilzeit ist nicht Teilzeit. Wir haben noch dazu im internationalen Vergleich eine sehr geringe Stundenanzahl. Es sind nur 21 Stunden, ist die durchschnittliche Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten. Im EU-Schnitt sind es über 25 Stunden. Also da gibt es noch sehr viel Potenzial, und die vielen Frauen vorwiegend arbeiten auch nicht alle Teilzeit. Wir haben in Österreich auch eine wirklich im Vergleich ganz schlechte Situation, was die Kinderbetreuung betrifft. In Niederösterreich, um ein Bundesland herauszunehmen, gibt es nur 4% aller Kindertagesstätten sind vollzeittauglich. Da gibt es gar keine Möglichkeit für viele, auch Vollzeitjobs anzunehmen. Und da ist einfach noch viel Potenzial da. Wir erleben es, wir kriegen die Rückmeldungen, nicht nur junge Menschen, viele wollen kürzer arbeiten, weil eine unglaubliche Arbeitszeitverdichtung stattgefunden hat in den letzten Jahren. Viele Beschäftigte sind wirklich ausgelaugt, ausgebauert. Es geht gar nicht mehr darum, Freizeit genießen zu können, sondern sich vom Job erholen zu können. Und ich denke mal, das ist notwendig, richtig. Es ist die Produktivität gestiegen. Wir werden das gemeinsam meistern. Es geht nichts von heute auf morgen, aber man muss endlich beginnen. Wir haben im Jahr 1975 die letzte Arbeitszeitverkürzung gehabt. Das ist wirklich höchst an der Zeit.
Dem entgegnen natürlich einige, dass man die Situation von damals nicht mit heute so gut vergleichen kann, weil die Wirtschaft heute in einem globalen Wettbewerb steht. Und wenn einfach der Standort Österreich negativer wird durch eine Arbeitszeitverkürzung, dann wird die Arbeit pro Einheit teurer und dann geht man halt einfach woanders hin. Österreichische Produkte werden teurer. Es kommt zu einem Wirtschaftseinbruch und das kann ja auch nicht im Interesse der ArbeitnehmerInnen sein. Wir haben, was die Industrie betrifft, beispielsweise Lohnstückkosten, die suchen ihresgleichen. Wir sind unglaublich wettbewerbsfähig. Wir haben ja auch gesehen, dass wir, was die Industriezahlen betrifft, wirklich jetzt gute Jahre haben, noch immer gute Jahre haben mit Steigerungen, vor allem auch was die Dividendenausschüttung und die Gewinnausschüttungen betrifft. Also dieses Argument mit dem Wettbewerb wird immer herangezogen. Wir haben aber auch schon viele andere Länder, die kürzere Arbeitszeiten haben. In kaum einem Land wird so lange Vollzeit gearbeitet wie in Österreich. Das vergisst man bei der Diskussion auch oft. Da sind wir fast am Podest zumindest im internationalen Vergleich. Und es geht, glaube ich, wirklich darum, die Lebensarbeitszeit zu sehen. Es ist einfach so, dass viele Beschäftigte nicht gesund in Pension gehen können und das muss unser Ziel sein. Und das geht auch nur mit reduzierten Arbeitszeiten. Und es geht ja auch darum, die Produktivität zu betrachten. Viele können auch mehr leisten, wenn sie kürzer arbeiten. Und dort vielleicht nicht, wo wir in der Gastro oder Gastronomie sind, da gibt es den internationalen Wettbewerb so eh nicht. Also es gibt zu allen gute Gegenargumente und ich glaube, es geht schon darum, dass wir schauen müssen, wie Menschen ein gutes Leben leben können. Und dazu gehört einfach auch für viele eine Arbeitszeitverkürzung. Frau Breinsack, Sie haben auch in Ihrem Vortrag die Produktivität auch schon ein bisschen angesprochen, dass die sehr gestiegen ist. Müsste man, wenn es jetzt zu einer Arbeitszeitverkürzung kommt, müsste man da nicht differenzieren zwischen verschiedenen Branchen, weil eben in der Industrie, das ist auch dort, wo das in der Regel ausprobiert wird, solche Modelle, man vielleicht produktiver werden kann, aber eine Friseur oder eine Friseurin kann jetzt nicht 20% schneller Haare schneiden oder eine Servierperson nicht 20% schneller die Teller zum Tisch bringen. Genau, also ich gehöre ja auch aus dem Grund nicht zu jenen, die sagen, es muss jetzt, müssen 32 Stunden sein über alle Branchen hinweg bis 2025. Also ich glaube, dass in gewisser Weise sich selbst regulieren wird, weil viele Betriebe auch sehen, dass es in der Summe geht und vielleicht weniger Kosten hat, als die Kosten im weitesten Sinne beim Status quo zu bleiben. Und natürlich wird es Branchen geben, wo es nicht ohne höhere Kosten geht und dann muss man einfach schauen, je nach Betrieb, je nach Unternehmen, je nach Branche, ob das so geht und ob man auch die Nachfrage nach Arbeitskräften anders stillen kann. Aber etwas fällt mir dazu ein und ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war im Standard eine Debatte zur, ich glaube, das war damals anlässlich des Berichtes, dass eine Arbeitszeitverkürzung einen BIP-Einbruch bringen würde von, wie viel war das genau? Es waren, glaube ich, 3%, wenn ich mich nicht irre. Und dann hat der Standard auch einige Leute zitiert, die alle gesagt haben, das wäre ganz schrecklich, Wohlstandsverlust, Standort und so weiter und so weiter. Und die Kommentare, die ja normalerweise nicht immer sehr positiv sind, haben dann zum größten Teil gesagt, super, machen wir doch. Also ganz, ganz viele haben gesagt, naja, wenn das auch 1%, 2%, 3% weniger BIP wären, ist das doch eigentlich ein Grund, das zu tun. Okay, ich will jetzt nicht das Kleinreden und sagen, dass ein Verzicht auf das BIP kein Problem wäre als solches. Aber man muss sich die Frage stellen, würden denn die 90% der Menschen das überhaupt merken? Also ist es ein Wohlstandsverlust oder ist es ein Reichtumsverlust? Wem würde das abgehen? Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das so oder so ausgeht. Ich glaube, man muss einfach genauer hinschauen und das auch eben nicht ideologiebasiert, sondern evidenzbasiert sich ansehen, wer hier konkret an Wohlstand einbüßen würde, wenn es in diesem Ausmaß ist, wenn es in diesem Ausmaß stattfindet. Was dafür spricht, die Arbeitszeit zu verkürzen, Sie haben es ja auch in der Präsentation angesprochen, ist natürlich, dass es gesünder ist, zu viel Arbeit ist nicht gut. Toxische Bombers, Sie sind ja studierte Juristin, nicht Rechtsanwältin, wie Sie betonen. Und mir fällt auf, in den Videos auf TikTok und Instagram, da stellen Sie oft Juristen und Juristinnen da als so Arbeitstiere, als Workaholics, die damit angeben, 60 Stunden zu arbeiten und die fleißigsten zu sein und die sich mit dieser Menge an Arbeit auch identifizieren. Liegt das Problem vielleicht auch ein Stück weit an uns selbst?
Welches Problem jetzt genau? Das Problem, dass man einfach zu viel arbeitet. Ja, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist zu fragen, wer quasi schuld ist oder wer sozusagen, also Henne-Ei, weiß ich nicht. Ich meine, natürlich machen wir irgendwo auch mit bei dem Ganzen, in dem ganzen System, in dem wir sind. Aber die Frage ist halt, wie freiwillig sind wir bei der Entscheidung? Also ich bin keine Ökonomin, ich bin einfach nur Juristin und mache heute Witze hier. Nein, Schatz, aber ich weiß nicht. Also natürlich haben wir, glaube ich, jetzt meinem Eindruck nach eine selbstausbeuterische Mentalität auch irgendwo entwickelt. Aber ich glaube, das ist halt oft auch die einzige Strategie, mit der man irgendwie sozusagen das Leben, das man führt, dem Leben einen Sinn gibt. Weil sonst kann man sich ja einfach nur selbst hassen. Und macht es nicht mehr Sinn, wenn man das irgendwie glorifiziert, die ganze Arbeit, die man sozusagen macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schuld sind, sozusagen, die Arbeitnehmerinnen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, die Juristinnen und Juristen sind die Ersten, die mir einfallen, wenn es darum geht, irgendwie um arme Arbeitnehmerinnen irgendwie jetzt zu trauern. Also ich glaube, ihnen geht's oder uns geht's schon okay. Man kann natürlich auch diese ganze Diskussion, also auch wenn es um Workaholics und so weiter geht, die jedes Woche 60 Stunden arbeiten, natürlich auch eine Diskussion in der Blase wahrscheinlich. Aber viele Menschen arbeiten ja und haben Vollzeit und haben trotzdem nicht genug zum Auskommen. Frau Taiber, wäre es vielleicht da nicht klüger, zuerst denen zu helfen, bevor man, ja, also diese prekären Arbeitsverhältnisse abzuschaffen, bevor man jetzt mehr Freizeit einfordert? Es ist beides wichtig. Also was mir wirklich auf die Socken geht, ist, wenn man die höhere Mindestlöhne und Gehälter auf der einen Seite hinstellt und auf der anderen Seite die Arbeitszeitverkürzung. Ich kann für mich klar sagen, meine Gewerkschaft kämpft für beides, höhere Löhne und Gehälter und für kürzere Arbeitszeiten. Und das muss kein Widerspruch sein. Und ich finde es auch, also mir taugt es auch nicht, wenn man das als Widerspruch darstellt. Und klar, also was ich wahrnehme zu dieser Frage mit den Juristen, dass das ein bisschen, aber das sind die eigenen Wahrnehmungen, die man hat, wenn man herumkommt, aber dass das bei der jungen Generation etwas abgenommen hat, dass es super cool ist, also das war noch, wie ich jung war, Ärger, finde ich, ja, dass es super cool ist, wenn man 60, 70 Stunden arbeitet. Und das ist bitteschön auch gut so. Ich hoffe, das sehen mehrere so, dass das gut so ist, dass man sich da nicht mehr total ausbeutet und einfach auch was anderes im Leben sieht, außer Arbeit. Und damit will ich aber auch Arbeit nicht klein machen. Arbeit ist wichtig, Arbeit soll Spaß machen. Wir müssen eben bessere Arbeitsbedingungen auch zustande bringen. Die sind sehr unterschiedlich. Manchmal sind unsere Debatten schon auch nur über bestimmte Berufsgruppen. Ich kann nur sagen, im Handel, für den wir zuständig sind, da war es bis de facto jetzt so, dass im Lebensmittel Einzelhandel nur 25 und 30 Stunden Jobs angeboten worden sind. Da rufen dieselben nach mehr Arbeitskräften und reden vom schlimmen Arbeitskräftemangel, die selber in der Masse nur 25 bis 30 Stunden anbieten. Und auch, ich kenne einige Friseure, die haben auf die 4-Tage-Woche umgestellt. Da sind jetzt alle glücklich, sie haben weniger Energiekosten, weil sie im Winter nur mehr 4-mal gescheit heizen müssen. Also man muss da schon auch innovativ sein, da geht viel. Aber ich glaube, ein Hauptfaktor ist, dass man die geringen Arbeitszeiten raufbringen muss, damit es eben keine Altersarmut gibt, gerade bei Frauen. Und dass man natürlich auch, was Sie ansprechen, endlich höhere Löhne und Gehälter brauchen. Also da wird es auch jetzt wieder einen heißen Herbst geben. Da kündigen ja die Arbeitgeber die Wirtschaft an, dass sie uns die Inflationsabdeckung nicht geben wollen. Aber die Inflation ist nun einmal hoch. Da hat die Regierung versagt, muss man so sagen. Wir haben eine der höchsten Teuerungsraten europaweit. Die Leute spüren das bei der Miete, beim Lebensmitteleinkauf. Da werden wir dafür kämpfen, dass mehr als die Inflation gibt. Und parallel bleibt trotzdem das Thema Arbeitszeit ein Kernthema, wo wir auch einiges schon erreicht haben in der Pflege. Gerade wo man vom Arbeitskräftemangel spricht, haben wir die 37-Stunden-Woche erreicht. Die Beschäftigten wollen das so, weil wenn wir nicht Verbesserungen erreichen, haben wir noch weniger Arbeitskräfte in den betroffenen Branchen. Das ist nämlich der Punkt. Wir haben bei den Speditionen aktuell eine Arbeitszeitverkürzung erreicht. Aber es braucht auch was auf der gesetzlichen Ebene. Frau Breinseig, momentan sind ja sehr viele Stellen offen. Es werden händeringend an vielen Orten Leute gesucht. In manchen Fällen können sich wahrscheinlich auch ArbeitnehmerInnen was rausverhandeln. Was ist da Ihre Ansicht? Sitzen da vielleicht die ArbeitnehmerInnen momentan
am etwas längeren Ast, um sowas auch vielleicht jetzt unabhängig vom Gesetz selbst erreichen zu können? Bevor ich Ihre Frage beantworte, muss ich mich noch korrigieren. Ich habe mich früher an den Eco-Austria-Bericht erinnert und der BIP-Rückgang war 5% in dem Szenario, das da debattiert wurde. Also nicht 3, sondern 5. Zu Ihrer Frage, ja natürlich, also es verändert sich derzeit, es verschieben sich die Machtverhältnisse und einerseits ist es einzelnen Menschen möglich, ihre Arbeitsbedingungen aus diesem Grund auch zu verbessern, einfach weil sie sich eher aussuchen können, wo sie arbeiten. Gleichzeitig muss man sagen, dass es in vielen Bereichen aber auch nicht der Fall ist. Also hier muss man, Sie haben das schon gesagt früher, man muss aufpassen, dass man nicht von einer bestimmten Mittelklasseblase, die wir, oder einer Privilegienblase, der wir angehören, auf die anderen, also auf alle Berufe extrapoliert. Also es gibt natürlich viele Bereiche, in denen es immer noch sehr, sehr schwierig ist für einzelne Personen, sich irgendwelche Verbesserungen rauszuverhandeln. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen ist es wichtig, also dass wir uns alle für gute Arbeitsbedingungen einsetzen, nicht nur für die Arbeitnehmerinnen. Das ist ja in Wirklichkeit, also in Wirklichkeit soll das ja einer Situation eben dienen, die allen nützt, weil die Leute dann auch länger beim Unternehmen bleiben oder bei der Organisation bleiben, nicht so schnell wie möglich in die Pension gehen wollen. Wir wissen, dass in Österreich das Problem ja gar nicht das gesetzliche Pensionsantrittsalter ist, sondern die große Schere zwischen dem tatsächlichen und dem gesetzlichen. Also die guten Arbeitsbedingungen sind ja jetzt nicht einfach eine Forderung oder etwas, was jetzt nur den Arbeitnehmerinnen dient. Das ist ja etwas, was dann letzten Endes einer guten Arbeit dient, so wie ich es definiert habe. Aber die kurze Antwort auf Ihre Frage wäre ja, die Machtverhältnisse verschieben sich im Moment. Ob das so bleibt, kann ich nicht sagen. Also Wirtschaftsvertreter sagen ja eben, dass die Produktivität nicht hergibt, dass man weniger arbeitet. Ganz anderer Meinung sind da andere Leute. Man kennt den Begriff vielleicht der Bullshit-Jobs, der von dem Autor David Graeber geprägt worden ist. Also Jobs, wo Arbeiten erledigt werden, die eigentlich keiner braucht. Einige Berufe, die er damit meint, kommen vielleicht auch aus der Juristerei, toxische Pommes. Haben Sie sowas schon erlebt oder so Berichte erlebt, so, wo man vielleicht dort einsparen könnte? Ja, man kann ganz viele Juristinnen und Juristen einsparen, meiner Meinung nach. Aber schon wieder, also ich bin keine Ökonomin, ich bin keine Arbeitgeberin, ich bin Arbeitnehmerin. Ich war immer in Büros tätig und mein Job hat daraus bestanden, diverse Buchstaben in Word-Dokumente zu tippen. Also, und ich war in ein paar Jobs, wo man meine Arbeitszeit und Arbeit einfach wirklich locker hätte reduzieren können. Und was mir auch sehr stark aufgefallen ist, in wirklich schon mehreren Büros, ich rede jetzt nur von Büros, war, dass die Arbeit einfach nicht sinnvoll gemanagt ist. Also ich habe oft den Eindruck gehabt, das Management passt irgendwie nicht so ganz. Es gibt vereinzelte Personen im Büro, die den Hauptteil der Arbeit tragen, irgendwie halb ins Burnout schlittern, das Gefühl haben, dass alle völlig überarbeitet sind. Dabei sind es eigentlich nur sie und viele drumherum schlittern halt irgendwie mit. Und eben weil du auf seinen Namen da Graeber, David, Daniel, Ich habe von diesem Buch mehrmals in verschiedenen Dokus gehört, es selbst nie gelesen. Aber jedenfalls, ich glaube, er argumentiert eben auch in eine Richtung mit eben, dass das Management auf ganz vielen Ebenen einfach völlig falsch ist und dass oft einfach sozusagen die falschen, unter Anführungszeichen, Personen zu Managern, Managerinnen berufen werden und dass eher die Personen sozusagen nach oben kommen, die halt besonders hart, besonders viel inhaltlich arbeiten und jetzt nicht unbedingt Management-Skills haben. Und die anderen sitzen dafür Zeit ab. Die anderen sitzen Zeit, das habe ich auch in Rechtsanwaltskanzleien gesehen, die halt eben, wo man von außen das Gefühl hat, okay, die arbeiten sich alle wie Ameisen da drinnen zu Tode. Da sind halt auch einfach oft Leute drinnen gesessen bis 7, 8 und warten sozusagen, dass der jeweils andere geht, weil man will halt nicht der Erste sein, der geht. Und das ist halt auch nicht sehr sinnvoll. Jetzt kann man natürlich auch sagen, und das habe ich auch schon gehört, das Argument, naja, wir haben so viele Probleme auf der Welt. Wir haben einen aggressiven Nachbarn, Russland, der uns irgendwie das Leben schwer macht mit Energieversorgung. Man hat natürlich den Klimawandel, der extrem viel Arbeit einfach braucht. Und man muss jetzt nicht weniger arbeiten, sondern mehr, um diese ganzen Krisen zu meistern. Frau Breinsack, was halten Sie davon? Also es hängt natürlich davon ab, wie man jetzt Arbeit definiert. Natürlich, wenn man einen weiten Arbeitsbegriff hat und sagt, auch die Care-Arbeit im weiteren Sinne gehört zur Arbeit. Also Care-Arbeit im weiteren Sinne ist, das wird ja bezeichnet als Care for the Environment, Care for Communities. Also
Sorge für die Natur, für die Umwelt, für die Gesellschaft und für Mitmenschen. Wenn man das im weiteren Sinne, dieses Arten der Sorgearbeit als grüne Arbeit bezeichnet, einige dieser Jobs, ein Teil dieser Arbeit würde dann bezahlt, ein anderer Teil unbezahlt stattfinden. Also ich glaube nicht, dass wir eine Debatte darüber führen sollten, ob wir jetzt jede Form der Sorgearbeit professionalisieren und bezahlen. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Also wenn wir all diese Arten der unbezahlten und bezahlten Arbeit als Arbeit anerkennen, dann wird es mehr Arbeit geben. Dann wird uns die Arbeit auch niemals ausgehen. Dann ist die Frage, wie wir trotzdem schauen, dass alle, egal wie das Verhältnis jetzt ist zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, das sie in ihrem Leben machen, dass alle ausreichend abgesichert sind und dass alle fair entlohnt werden. Und dann wird uns die Arbeit nicht ausgehen und es wird auch genug Leute geben, die die Arbeit dann tun. Aber wenn wir sagen, wir müssen die Leute jetzt dahin zwingen, dass sie mehr schlecht bezahlte und oder aus anderen Gründen unangenehme Erwerbsarbeit tun, weil sie sonst das Überleben sich nicht leisten können, dann ist die Frage, mit wie viel Energie und Einsatz das getan wird und mit wie viel, man sagt ja immer, man braucht heute Kathedralendenken, wir brauchen vorausschauendes Denken. Also vorausschauendes Denken kann man jetzt auch nicht von einer Person verlangen, die diesen Job eigentlich nicht tun will. Also auch hier gilt es zu sagen, wir brauchen einen weiteren Arbeitsbegriff, ohne zu sagen, dass wir dann alles deswegen gleich behandeln müssen. Also es wird weiterhin unbezahlte und bezahlte Arbeit geben, es wird weiterhin selbstständige, unselbstständige Arbeit, aber wir müssen eben alles als Arbeit anerkennen und wir müssen schauen, dass die Menschen die Arbeit, die sie tun können und wollen, gut tun können und dafür und überleben können und fair entlohnt werden können. Also irgendwie ist das ja gar nicht so schwierig. Und wenn ich denn das Standortargument, das Gegenargument höre, dann bin ich immer geneigt zu fragen, wem dient denn der Standort und so weiter. Und wenn man dann immer weiter fragt, kommt man dann eh letzten Endes drauf, dass es dann um den Wohlstand geht, der dann wieder den Menschen dient. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt. Also wir können ja eigentlich gleich dort anfangen. Vielleicht passt das jetzt nicht zu 100% dazu, aber was ich halt extrem interessant finde, auch als Arbeitnehmerin, ist einfach, dass ich so stark auch selbst ständig aus der vermeintlichen Arbeitgeberperspektive denke, obwohl ich mir die nicht einmal wirklich gut vorstellen kann, weil ich keine Arbeitgeberin bin und auch einfach de facto keine ökonomischen Kenntnisse habe. Aber das merkt man, finde ich, auch so zum Beispiel bei dem Thema, ich weiß nicht eben, wie man Arbeit bewertet, dass wir nur Arbeit als Arbeit ansehen, die entlohnt wird, die in einem Angestelltenverhältnis ist oder selbstständige Erwerbstätigkeit ist, finde ich halt einfach so. So zum Beispiel auch, als wir telefoniert haben, haben wir auch über den Begriff des Silent Quittings geredet, den ich halt auch in dem ganzen Kontext so absurd finde, warum, wenn sich ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin an ihren Arbeitsvertrag hält, sozusagen einfach nur einen Arbeitsvertrag erfüllt, das automatisch mit etwas Negativem assoziiert wird, als Quitting, als Silent Quitting oder Resignation bezeichnet wird. Wohingegen, wenn der Arbeitgeber sich an den Arbeitsvertrag hält, einfach dem Arbeitsvertrag entsprechend entlohnt, dann passt alles, dann haben wir alle kein Problem sozusagen. Aber wenn der Arbeitnehmer sich umgekehrt an den Vertrag hält, dann ist das irgendwie, dann haben wir gleich eine große wirtschaftliche Katastrophe. Also mein Punkt, ich weiß nicht, ob das jetzt so durchkommt, aber ich finde es irgendwie absurd, dass wir, mein Eindruck, alle kollektiv einfach aus der Arbeitgeberlinse herausdenken. Und weiß nicht, in dem Glauben, dass wir es halt auch einmal zu Arbeitgebern schaffen oder keine Ahnung was, halt einfach der kapitalistischen Lüge irgendwie alle gemeinsam verfallen. Ja, das war jetzt ein bisschen ideologisch. Mir fällt nur ein Punkt, weil der Standort genannt worden ist ja schon von Ihnen und jetzt auch. Wenn es wirklich so ist, wo es schon durchaus einige Indizien dafür gibt, dass wir momentan einen Arbeitnehmerarbeitsmarkt haben, dann geht es ja darum, die Frage zum Standort zu stellen, nicht nur aus Arbeitgebersicht, sondern wir nehmen zunehmend wahr, wir sind im Wettbewerb der besten Köpfe und in vielen Branchen sucht man auch über die Grenzen hinaus aus Arbeitskräfte. Also dann ist es zunehmend, glaube ich, schon noch ein Punkt, dass man sagt, wir wollen auch ein guter Standort sein für Arbeitnehmer, dass wir wirklich attraktiv sind, dass Beschäftigte, qualifizierte Beschäftigte, weil wir haben zwar gesprochen davon, dass es bei uns noch viel Potenzial gibt, beispielsweise die 1,2 Millionen Teilzeitkräfte, aber man muss schon ehrlich sein, in einigen Bereichen brauchen wir auch einen Arbeitskräftezuzug und da geht es auch darum, das einmal umzudrehen. Wir sollten für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein attraktiver Standort sein und da gehören die Arbeitsbedingungen dazu, da gehört die Entlohnung dazu und da gehört auch die Arbeitszeit dazu und man kann alles auch umgekehrt sehen und umgekehrt diskutieren. Frau Breinzeig, woher kommt denn das, glauben Sie, dass viele offenbar aus dieser Arbeitgeber
Perspektive denken. Das erinnert mich ein bisschen an die Vermögenssteuern, dass selbst Leute, die wenig Vermögen haben, trotzdem da dagegen sind, weil sie vielleicht mal glauben, dass sie mal mehr Vermögen haben werden. Woher könnte dieses Denken kommen und wie kommt man da wieder heraus vielleicht? Also es gibt, wie so oft, viele unterschiedliche Gründe. Ich möchte zwei, die ich kenne, hervorheben. Und einen hat Irina schon genannt, das ist dieses aspirative Moment. Also dass man in der gesellschaftlichen Erzählung, in der, ich übertreibe jetzt ein bisschen, vom Tellerwäscher zum Millionär, es können alle schaffen, wenn man brav in die Schule geht und brav lernt und dann brav arbeitet, dann hat man es geschafft. Und wenn man Glück hat und besonders halt arbeitet, wird man sogar noch reich dabei. Dass bei dieser Erzählung, die ja auch vielen Generationen, die man von Kindheit immer hört, dass man sich auch einer höheren, also sozialökonomisch höheren Schicht zuordnet, beziehungsweise in der Vorstellung zuordnet. Man muss ja auch hier mal sagen, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer ja nicht besonders privilegiert sind. Also die gehören ja zu denen, die es schwer haben, bei den kleinen, bei den Ein-Personen-Unternehmen. Also das muss man auch sagen. Aber man ordnet sich sozusagen einer höheren Klasse zu. Das ist dieses Hoffnungselement. Es gibt ja auch das Phänomen, das jetzt in vielen Ländern diskutiert wird, das zeigen die Studien, dass sich Leute, das, was man früher Arbeiterschicht genannt hat, der Mittelschicht zuordnen. Also das zeigt sich ja auch in bestimmten Konsumgegenständen. Das zeigt sich darin, dass Leute Kredite aufnehmen, zum Teil, um sich das neueste iPhone zu kaufen und so weiter. Das gibt es jetzt auch in vielen Schwellenländern, das Phänomen. Aber die ganz Reichen ordnen sich ja auch der Mittelschicht zu. Also dieses aspirative Moment geht jetzt ökonomisch gesehen von unten nach oben. Das ist ein Element. Und das Zweite ist schon, dass die Sprache auch viel ausmacht. Also mich hat das ja beschämt, dass ich mir das vorher nicht eingefallen ist. Mir hat einmal eine Studentin gesagt, warum man eigentlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber sagt. Weil ich bin ja die Arbeit gibt. Also ich als arbeitende Person, also sie hat auf sich gezeigt, ich gebe ja die Arbeit dem Unternehmen. Warum bin ich nicht die Arbeitgeberin? Und das ist auch so ein Moment. Also ich habe das auch nie hinterfragt. Es ist zum Teil auch unsere Sprache, die die Welt schafft. Und wir internalisieren, wie Irina das sehr schön herausgearbeitet hat, wir internalisieren in gewisser Weise die Dinge, die von uns erwartet werden und die wir dann auch von uns erwarten. Und es gibt noch eine Vielzahl anderer Gründe. Also ich habe das nicht recherchiert, was da die Literatur dazu noch sagt. Aber das sind jetzt mal zwei der Gründe, die mir zudem spontan einfallen. Und wie man darauf reagiert, weiß ich nicht, da übergebe ich jetzt. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Dranbleiben. Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online, in nur 3 Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at. Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden, auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über Unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten, Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden. Ich würde hier gerne mal einen kurzen Zwischenstrich ziehen und mich dem Publikum zuwenden, das vielleicht mitdiskutieren will. Wunderschönen guten Abend. Ich hätte eine kurze Frage an die Dame von der Gewerkschaft. Gibt es schon bei Ihnen bereits eine 4-Tage-Woche? Also wir ganz konkret in der GPA haben 38 Stunden weniger als die gesetzliche Arbeitszeit, aber flächendeckend gibt es noch nicht die 4-Tages-Woche. Wir überlegen, wie wir das auch perspektivisch angehen können, aber wir haben es, gebe ich ganz ehrlich zu, haben es noch nicht. Warum nicht? Ich sage einmal, wir haben bessere Bedingungen, was freie Tage betrifft, mehr als das gesetzliche Ausmaß auch. Wir haben ein gutes Zeiterfassungssystem, wo man auch Zeitguthaben ausschöpfen kann. Sozusagen, man kann eben, wie die Frau Breinsack auch gesagt hat, nicht jedes Unternehmen über einen Kamm scheren. Wir denken es an, wir wollen es auch wirklich angehen. Wir haben aber wirklich viele
Besserstellungen, die in anderen Unternehmen nicht sind. Es gibt eben auch in jeder Branche unterschiedliche Normalarbeitszeiten. Ja, aber es ist ein Punkt, ich habe auch mir gedacht, dass er kommt. Wir sind da auch im Fluss. Es gibt überall Widersprüche. Wir finanzieren uns als Gewerkschaft GPA zu 100% aus Gewerkschaftsmitgliedseinnahmen. Wir haben auch immer wieder da auch eine Diskussion mit unserem eigenen Betriebsrat, dass alle Forderungen, die wir stellen, auch schwierig sind, selbst umzusetzen, um da immer sozusagen die Vorreiter zu sein. Und unsere Mitglieder haben ganz andere Bedingungen. Es ist immer eine schwierige Abwägungsfrage und Diskussion, aber auch wir wollen da Modelle umsetzen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum oder Standpunkte? Dankeschön. Ich finde, die Diskussion wird sehr stark aus der industriellen Perspektive geführt, wenn wir über 40, 28, 32, 34 Stunden diskutieren. Ich möchte mal die Frage insbesondere auch an die Gewerkschaftlerin geben. Denken wir an ein Restaurant, Kellner da, Restaurant auf, Kellner nicht da, Restaurant zu. Das heißt, in dem Moment, wo jemand eine 4-Tage-Woche hat, eine 32-Stunden-Woche hat oder vielleicht auch weniger, muss zusätzliches Personal beschafft werden. Erstens muss ich es finden und zweitens geht es direkt natürlich auf den Gewinn und in diesem Fall oder die Marge auch von kleineren Unternehmen. Also wir reden tatsächlich nicht nur eben von größeren industriellen Komplexen. Da würde mich mal interessieren, wie Ihre Vorstellung ist, wie das in diesen kleineren unternehmerischen Kontexten umzusetzen ist. Gerade was die Gastronomie und die Hotellerie betrifft, haben wir eine Branche, wo 60% der Beschäftigten wirklich niedrigst entlohnt werden. Das ist die Niedriglohnbranche. Und es ist gerade letzte Woche mit einem Gastronomen ein Gespräch geführt. Gerade ist es schwieriger in Saisonbetrieben gerade. Ja. Da geht es ja auch nicht nur um die reine Wochenarbeitszeit, sondern auch um die Jahresarbeitszeit. Aber es gibt in der Branche wirklich Unternehmer, die auch uns sagen, sie haben nach wie vor kein Problem, Beschäftigte zu bekommen, weil sie die Beschäftigten, da geht es nicht nur um Löhne und Gehälter, auch respektvoll behandeln, weil sie wirklich den Beschäftigten auch Unterkünfte anbieten, die diesen Namen verdienen. Und die haben nach wie vor kein Problem. Und ich kann das jetzt auch aus meiner Familie sagen. Meine Schwester hat Kochlehre gemacht, ist auf Saison gegangen, weil man in Tirol 80 Euro mehr bezahlt bekommen hat. Hat eine Unterkunft gehabt von 7 Quadratmeter ohne Fenster. Also wenn man so auch Beschäftigte, gerade in der Hotellerie und der Gastronomie, behandelt, dann werden sie nicht bleiben. Und dann finde ich es auch okay, wenn diese Beschäftigten quasi die Branche wechseln und sich höhere, also Jobs suchen, wo sie mehr verdienen und bessere Arbeitsbedingungen haben. Und weiß nicht, wie es ihnen geht, aber wenn man in Wien durch die Stadt geht, da gibt es ganz viele Lokale, die auch zunehmend nur 4-5 Tage offen haben. Ich denke mal, da müssen wir auch als Konsumenten sagen, wir zahlen mehr. Also wirklich, gerade das ist eine Branche, wo wir die schlechtesten Werte haben, was den Arbeitsklimaindex betrifft, der Arbeiterkammer zum Beispiel. Das ist, glaube ich, schon so, dass man das verändern muss. Und da werden in vielen Bereichen auch kürzere Öffnungszeiten sein. Da gibt es einen Wettbewerb der einzelnen Arbeitgeber um die Beschäftigten. Aber man muss schauen, dass die Branche in Summe attraktiver wird. Jetzt gibt es einen Kollektivvertrag mit einem Arbeitgeber, wo man endlich an die 2000 Euro Mindestlohn und Gehälter kommt. Aber da weigert sich eine ganze Branche auch wirklich gescheite Mindestlöhne und Gehälter abzuschließen. Und ich finde, wenn es da man sich dann schwer tut, Beschäftigte zu finden, dann ist es auch nachvollziehbar. Danke. Ich glaube, der Herr da hinten hatte noch eine Frage. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht ja um die Arbeitszeit insgesamt in einem Leben. Und wenn wir jetzt sprechen von 32 statt 40 Stunden, sprechen wir von einer Reduktion um 25%. Wenn wir sprechen von einer Pensionssituation, dann geht jemand von 40 Stunden oder 38 Stunden derzeit auf 0 Stunden auf einmal. Ich halte alles das für unsinnig.
Und ich würde bitten zu diskutieren, ob man erstens einmal die 40 Stunden oder 32 Stunden nicht in Etappen durchführen kann und dann, um die Arbeitskräftesituation zu bereinigen oder zu entlasten, auch darüber nachdenkt, dass er nicht Menschen, die durchaus arbeitsfähig und arbeitswillig sind, dazu verdammt, zu Hause zu bleiben. Danke. Mein Name ist Stefan Duschek, ich bin ein in Wien geborener Europäer. Frau Brein sagt vielleicht, oder wollen Sie gerne an alle, wäre so eine Halbpension eine Option? Eine Halbpension? Ja, dass man stückweise in Pension geht. Okay, also ich tue jetzt ein bisschen schwer, darauf zu reagieren, weil ich ohnehin vielen Dingen, so wie ich sie jetzt verstanden habe, zustimmen würde. Also ich glaube nicht, dass wir von heute auf morgen quer über alle Branchen auf 32 Stunden reduzieren sollten. Also ich glaube, es muss Spielraum geben, es muss Unterstützung geben für jene Unternehmen, auch die sich damit schwer tun. Insofern absolut, es muss passen. Am erfolgreichsten ist die Viertagewoche auch dort, wo die Unternehmen das selber auch wollen, ja, so, und wo sie nicht gezwungen werden bisher. Das Zweite, ich finde es wichtig, dass wir über die Lebenszeit sprechen, weil ich persönlich es für ideal halten würde, dass Menschen über das Leben gerechnet länger arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man gezwungen wird, in einem Job zu verbleiben, den man nicht mag, bis man, um jetzt wieder so ein Klischeebeispiel aus den USA zu bemühen, bis man mit 70 dann noch irgendwo stehen muss und im Lebensmittelgeschäft Sackerl einfüllen muss. Das meine ich nicht, sondern idealerweise, wir werden älter, wir werden glücklicherweise auch gesünder älter. Also die gesunde Zeit in vielen Ländern verlängert sich auch. Und es wäre ideal, wenn Menschen dann länger in der Erwerbsarbeit bleiben könnten, weil sie diese auch nachhaltig tun können und tun wollen. Also so kann man es, glaube ich, nicht rechnen, dass man sagt, es bleibt alles beim Alten, es gehen alle nach wie vor mit dem Alter in Pension, wie das heute üblich ist, nur reduziert sich die Normalarbeitszeit von 40 auf 32. So darf man es, glaube ich, nicht rechnen. Und dann muss man noch dazu sagen, der dritte Punkt, und dann bin ich leise, ich habe die Halbpension nämlich so verstanden, dass die Irina und ich uns die Antwort teilen. Aber das bedeutet, also eine Normalarbeitszeit von 32, 34, 36 Stunden, was auch immer, würde ja nicht bedeuten, um Himmels Willen, dass man nicht mehr arbeiten darf. Also es gäbe ja dann immer noch die All-In-Verträge, es gäbe immer noch die Möglichkeit, mehr zu arbeiten für jene, die das wollen, können. Also es wäre kein Verbot, in dem dann die Arbeitnehmer und die Arbeitgeberinnen bestraft würden, wenn sie jetzt eine Stunde mehr als 34 arbeiten. Das ist auch wichtig. Also ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie absolut, natürlich ist mir das in Österreich geborenes Europäersein sehr sympathisch. Insofern glaube ich, dass die Stoßrichtung, die Sie ansprechen, richtig ist. Also das sind tatsächlich Richtungen, in die man denken muss, anstatt one size fits all, alles über einen Kamm zu scheren. Also da möchte ich auch nochmal einhaken. Ich bin unglaublich froh, dass es endlich eine Debatte über die Qualität der Arbeit gibt, über Rahmenbedingungen und nicht mehr nur über Normal und Bargeld und Ausländer. Also ich finde, es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren, aber es ist nicht der Punkt, dass irgendwer glaubt, auch nicht von den Gewerkschaftern, dass wir morgen jetzt die 32-Stunden-Woche haben. Aber es ist nun einmal Faktum, dass seit 1975 es keine Reduzierung der gesetzlichen Normalarbeitszeit gibt. Das sind viele, viele Jahrzehnte. Es gibt in Wahrheit beim Urlaubsgesetz sogar eine faktische Verlängerung der Arbeitszeit. Da hat es in den 80ern gegeben, das Erreichen der 5 Wochen Urlaub und wenn man dann mit 25 Jahren die 6 Wochen erreicht, durch die viele Fluktuation, die in der Arbeitswelt stattfindet, heißt das faktisch, dass immer weniger Menschen, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen die 6 Wochen Urlaub erreichen. Das heißt, in dem Bereich haben wir sogar eine faktische Verlängerung der Arbeitszeit. Und da braucht es einfach wieder einen Schritt, weil wir haben zwischenzeitlich ein enorme Produktivitätswachstum Schübe. Und wir versuchen auch in einzelnen Branchen Fortschritte zu erzielen. Es gibt in einigen Branchen die 38,5-Stunden-Woche, in manchen die 37-Stunden-Woche. In einigen Branchen gibt es mehr freie Tage. Aber das ist oft ein
Irrglaube. Viele arbeiten länger, mehr Arbeit, können ja auch länger arbeiten. Und ich halte es nur falsch, wie aktuell die Debatte von einer Regierungspartei auch, dass man noch mehr arbeiten, noch mehr steuerlich begünstigt. Also das, glaube ich, ist ein falscher Weg, dass man diejenigen, und ich habe davon gesprochen, dass Österreich eh ein Land ist, wo sehr lange Vollzeit gearbeitet wird, dass man das noch fördert, das halte ich für falsch. Wir sind jetzt leider schon fast am Ende unserer Zeit angekommen und wir haben unsere Reihe der Zukunftsgespräche im Theater im Park immer mit einem Ausblick und einer persönlichen Vision beendet, weil wir auch über die Zukunft sprechen. Und ich möchte es auch hier heute und beim letzten Teil tun. Und es gibt ja ganz unzählig viele Prognosen und Berichte zur Zukunft der Arbeit, die gefühlt alle etwas anders sagen und prognostizieren. Aber mich würde interessieren, wie stellen Sie sich eine gute Arbeitswoche in einer besseren Zukunft vor, in einigen Jahrzehnten? Frau Breinzack, oder wollen Sie beginnen? Naja, ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Also alle sollen genug zum Leben haben. Wir sollen unterschiedliche Formen der Arbeit als Arbeit anerkennen. Und die Normalarbeitszeit ist in einem Maße angesetzt, dass die Menschen nicht ausbrennt und nicht extrem stresst. Wo das genau liegt, wenn Sie jetzt zum Beispiel fragen, in 10 Jahren wird das davon abhängen, von welcher Branche wir sprechen, wie wir mit dem Technologieeinsatz eingehen. Wenn die Zeit, die durch den Technologieeinsatz frei wird, wirklich auch den Leuten zugutekommt, dann haben wir eher sozusagen eine natürliche Arbeitszeitreduktion. Und die Frage ist auch, wie man dann die Zeit mit neuen Aufgaben füllt. Also es kommt auf die richtige Kombination aus unterschiedlichen Formen der Beschäftigung an. Das ist meine Zukunftsvision. Ich kann es nicht in Zahlen festmachen, möchte es auch nicht in Zahlen festmachen und wünsche mir, dass wir gesund älter werden und gesund arbeiten können und dass es den Planeten noch gibt. Frau Theiber. Da schließe ich mich an, dass es einen Planeten noch gibt und wo man in der Früh das Radio aufdreht, dass man nicht jeden Tag mitkriegt, dass es in irgendwelchen anderen Gegenden wieder Unwetterkatastrophen gibt. Aber für mich sind nur Blitzlichter. Also ich wünsche mir auch in 10 Jahren eine geringere gesetzliche Normalarbeitszeit. Ich wünsche mir aber auch, weil das Thema haben wir ein bisschen ausgeblendet, dass gerade im Angestelltenbereich einige Beschäftigte gar nicht mit uns als Gewerkschaft über kürzere Arbeitszeiten sprechen wollen, weil sie sagen, sie haben so viel Druck, es nimmt die Arbeitsverdichtung ständig zu. Und da geht es nur darum, du musst das bis nächste Woche erledigt haben, dieses Arbeitspaket, egal wie lange man dann im Endeffekt sitzt. Und dann haben wir ja auch Kollegen und Kolleginnen, die sogar ausstempeln. Also da geht es nur mehr um Arbeitspakete und gar nicht mehr reale Arbeitszeiten, sondern das muss einfach erledigt werden, dass der Arbeitsdruck einfach auch sinkt und dass dafür die neuen Technologien genutzt werden, dass man wieder eine entschleunigtere Arbeitswelt hat und uns die neuen Technologien nicht noch mehr beschleunigen und treiben. Das würde ich mir wünschen. Und auch eins, dass man wirklich möglichst viele Spaß an der Arbeit haben, dass man es gern macht. Es ist auch ein sozialer Ort, wo man Kollegen und Kolleginnen trifft und dass wir nicht in Richtung Dienstbotengesellschaft abdriften, wo es eine Kategorie an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gibt, die gut ausgebildet ist, die sich durchaus auch Arbeitsbedingungen selbst diktieren können und dass dann viele gibt, die wirklich, ich spreche da von der Dienstbotengesellschaft eher im Dienstleistungsbereich, die dahin strudeln, die einfach noch viel mehr arbeiten und sich kein gutes Leben leisten können. Toxische Pommes. Ich will jetzt nicht in Utopien ausschweifen, aber ich wünsche mir auch einfach, dass wir in Zukunft sowohl weniger arbeiten, um zu leben, als auch weniger leben, um zu arbeiten. Und dass wir uns grundsätzlich auch einfach Fragen nach Wohlstandsverteilung stellen. Grundsätzlich, also noch tun wir eh, aber einfach weiter dranbleiben, uns diese Fragen zu stellen. Auch für wen wir den Wohlstand erwirtschaften, den wir durch unsere Arbeit erwirtschaften. Und ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als viele Fragen zu stellen. Und ich freue mich einfach, dass solche Runden stattfinden und wir einfach über, eben, wie du schon gesagt hast, nicht mehr nur, was hast du gesagt, Ausländer diskutieren, sondern auch einfach diese wichtigen Fragen jetzt angehen und den Planeten nicht zerstören. Danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf den Podcast-Plattformen, zum Beispiel Apple Podcasts. Und besonders freuen wir uns natürlich über 5-Sterne-Bewertungen.
Für Anregungen und Kritik schreibt uns gerne an podcast@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr. Das geht zum Beispiel mit einem Abo. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Philipp Bramer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann erscheint nämlich eine neue Folge Edition Zukunft. Bis dann! Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online, in nur 3 Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen. Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern. Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler. Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur. Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert. Wo die Aliens bleiben. Und die Fusionskraftwerke. Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt. Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.